So, wir hatten eine kleine Diskussion, ob wir unsere Demo-Route laufen können, weil diese Demonstrationsroute durch eine andere Demonstration blockiert war. Wir haben das jetzt durchgesetzt gekriegt, dass wir unsere Route laufen können. Und ich würde sagen, habt ihr Lust, den Million-Mask-Marsch zu beginnen? Den wirklichen Million-Mask-Marsch? Dann würde ich sagen, drehen wir den Wagen um. Remember, remember, the 5th of November. Das wäre dann die deutsche Nebelbombe gewesen. Wisst ihr eigentlich, wer zuerst auf der Welt die Atombombe gezündet hat? Das war Amerika in Nagasaki und Hiroshima. Alle anderen Länder haben nur gedroht, Amerika hat das wirklich gemacht. Und da sind sehr viele Menschen ums Leben gekommen. Und bis heute werden Missgeburten geboren. Ich will das jetzt nicht so schlimm sagen, aber durch die radioaktive Verseuchung können viele Nachfahren kein vernünftiges Leben würdigen. Das haben wir Amerikas verdankt. Danke, Amerika! Remember she's name, remember she's flame, was Hiroshima. Hiroshima, Team Hiroshima, wir lieben euch nicht. Ja, und während Amerika mit seinen NATO-Truppen permanent Putin provoziert, das sehen wir ja auch, wir sind ja ganz froh, dass Putin ganz ruhig ist, wir stehen übrigens gerade vor der russischen Botschaft. Und wir grüßen unsere russischen Brüder und Schwestern. Wir haben auch viele anderen in unseren Reihen, die der deutsch-russischen Freundschaft angehören. Sagt euch mal! Ich bin Ende Antifizier! Druschba! Und ich sag euch ganz ehrlich, dass Putin bisher Nerven behalten hat, nicht so provozieren lassen hat, bedeutet für uns, dass es immer noch fliegt. Aber wahrscheinlich geht es da wieder nur um Öl. Er hat sich begriffen, der Amerikaner, dass wir andere Techniken hätten. Wir bräuchten Öl nicht. Wir könnten Sonne, Wind und Wasserkraft nutzen, um eine bessere Welt aufzubauen. Warum will man das nicht? Deswegen rufe ich euch zu, Army go home! 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 Ich könnte auch rufen, Merkel go home! Merkel go home! Merkel go home! Merkel go home! Und nimm deine gesamte Stasi-Truppe und den Gaukler gleich mit. Wusstet ihr eigentlich, dass Angela Merkel den DDR-Oppositionellen Robert Havemann ausspioniert hat? Ja. Robert Havemann ist damals durch die Hand der Stasi ums Leben gekommen. Also trifft Angela Merkel eine Mitschuld an der Verfolgung, an der politischen Verfolgung von Menschen in der DDR. Warum ist die Bundeskanzlerin? Warum haben die Amerikaner das zugelassen? Wir machen den Anfang, wir beginnen. Wir wecken die Massen auf, wir zeigen den Leuten, was hier falsch läuft. Und zwar dieses gesamte korrupte System. Wir brauchen überhaupt nicht wählen gehen, weil die Multikonzerne, darunter Pharmakonzerne, die sich in Logen zusammentreffen, sich verabreden und damit entweder die Politiker bestechen oder sogar erpressen, einfach die Gelder stoppen oder Kriege inszenieren.
Und das müssen wir den Leuten klar machen. Und das machen wir auch. Und das machen wir auch heute. Aber gleichzeitig wollen wir nicht den Spaß aus den Augen lassen. Wir haben uns heute hier getroffen. Jeder Einzelne von uns hat es zu einer Couch geschafft, obwohl es regnet. Ihr wisst, es gibt ein paar Leute, die sitzen dann lieber auf der Couch. Gucken RTL. Aber ja. Und deswegen freue ich mich, dass ihr alle hier seid. Und für die Couch-Potatoes kann ich nur sagen, weiter die Regierungswebseiten hacken. Das haben die nicht anders verdient. Selbst Winter hilft Obdachlosen, über den Winter zu kommen. Jedes Jahr am heiligen Abend treffen wir uns vor den Rathäusern der Republik, sammeln Obdachlose ein und feiern mit ihnen Weihnachten, um ihnen wenigstens Heiligabend einen schönen Abend zu bescheren. Und dann gucken wir, was wir machen können, um ihnen weiter darüber hinaus zu helfen. Wenn ihr das auch wollt, ladet Obdachlose direkt auf der Straße am Heiligabend zu eurer Weihnachtsfeier ein. Wenn wir alle das machen im Kleinen, dann können wir viel mehr im Größeren verändern. Für alle, die Facebook haben, wenn ihr auch nächstes Jahr wieder beim Million Musk Marsch dabei sein wollt, liked unsere Facebook-Seite facebook.com/mnndeutschland. facebook.com/mnndeutschland. Und dort gibt es Informationen zu den einzelnen Städten, wo der Million Musk Marsch stattfindet. Wir sind sehr eng mit London und anderen Städten vernetzt. Deutschland ist der größte Exporteur von Tel Aviv. Gleichzeitig ist er der größte Exporteur von Beinprothesen und Armprothesen. Die Makaba ist das! Problemreaktion, Lösung. Wen sollen wir anklagen? Wir müssen die NATO anklagen, die Amerikaner anklagen. Wir klagen die Rüstungsindustrie an. Wir klagen die Konzerne an, die die Menschen ausbeuten in der ganzen Welt. Wir müssen endlich alle zusammenhalten, egal mit welchem Land und welche Vereinigung. Es geht um alles, um Frieden. Yeah. Dazu fällt ein Waffenexporteur. Ihr wisst ja sicherlich mittlerweile, wer den ISIS finanziert hat. Und da sind wir leider nicht ganz unschuldig. Ich weiß nicht, soll ich die Länder mal aussprechen oder? Na, heute ist Massenmarsch. Also, wir haben USA, Deutschland, bisschen Türkei, bisschen Israel, Saudi-Arabien voll. Saudi-Arabien wird noch eine große Rolle demnächst spielen. Da wird es nochmal ordentlich krachen und sonst wird man wieder verkaufen. Konnte man nicht vorhersehen. Ist so passiert. Wird die ganze Zeit schon geplant und wird bald stattfinden. Und gleichzeitig gehen sie in die Schulen und holen die jungen Frauen, die Männer raus, die wir an der Front kämpfen sollen. Ja. Die überhaupt nicht wissen, wo sie eigentlich hingeschickt werden. Ja, wir sind viel zu. Wir müssen noch mehr aufklären, wir müssen in die Schulen gehen. Der Russland ist ein Krieg, wenn wir alle weiter hinzugucken. Und darauf müssen wir aufmerksam machen. Und endlich selber alle nachdenken, einfach mal ein bisschen recherchieren, die internationalen Medien durchgucken, freie Medien und keine Medien, die uns versuchen zu manipulieren. Wir können diesen Krieg aufhalten, wenn es zu einem Krieg wird. Im Moment ist es zum Glück noch Säbelrasseln. Dafür müssen wir uns aber einsetzen. Wie die ganze Zeit schon im Internet, als auch mittlerweile auf den Straßen. Die Straßen sind wichtig. Und wir versuchen hier kein Tumult zu starten, sondern die Massen endlich zusammenzuziehen und von der Spaltung wieder zurückzukriegen. Uns interessiert nicht rechts, links. Wir müssen alle zusammenhalten. Religionen spielen keine Rolle. Viele Kriege werden heilige Kriege genannt. Da werden die Religionen ausgenutzt, um sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Das darf nicht klappen. Wir müssen wieder alle zusammenfinden und Menschlichkeit zeigen. Es gibt ein einziges Rezept dafür, und zwar Nächstenliebe. Das Herz am rechten Fleck zu haben. Mehr brauchen wir nicht. Und wir werden es auch schaffen. Denn nicht nur in Berlin läuft diese Aktion, sondern weltweit, in jeder großen Stadt. Hier vielleicht nicht so groß wie in anderen Großstädten,
auf der Erde. Aber die Leute stehen. Wer sich auch nächstes Jahr unserer Bewegung anschließen möchte, geht auf die Facebook-Seite facebook.com/mmmdeutschland. Wir suchen auch noch Menschen, die sich in anderen Städten am Million-Mast-Marsch beteiligen wollen. Dies hier ist der Million-Mast-Marsch 2016 in Berlin und wir heißen alle Demo-Teilnehmer herzlich willkommen. Ihr seid aufgewacht. Wann werden die anderen wach? Nächstes Jahr ist in Rammstein am 9. und 10. September. Guckt doch mal im Internet nach. Eine große Demonstration. Die war dies Jahr auch, aber es sind doch zu wenige. Von Rammstein gehen die Drohnen los. Das ist die Velay-Station. Auf unserem Boden geht der Krieg wieder los. Und deswegen bitte ich euch, sagt es weiter, dass wir uns im September nächstes Jahr dort treffen und dann gemeinsam richtig mit geballter Ladung dort vorstehen. Danke. Nie wieder Krieg! 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 Mein Schäuble fällt mir ein. Dieses Jahr war ja das Bilderberg-Treffen in Dresden. Gab es ein paar Leute, die da waren? Jo! Jawohl! Da waren Schäuble vertreten, De Maizière und Frau van der Leyen. Da fragt man sich, was machen Sie beim Bilderberger-Treffen? Anweisung abholen. So sieht's aus. Und wir erinnern uns an noch was. Ja, wir erinnern uns an noch was. Wurde nicht mal auf dem Bundestagsklo Koks gefunden? Wer kifft denn da eigentlich im Bundestag? Alle! Die Deswegen sind sie ja so wahnsinnig! Sie kriegen Anweisungen und sie führen sie aus, dann schafft man nach Rode hören. Der Beitrag war von Sat1 schnell aus dem Netz verschwunden, nachdem sie das berichtet hatten. Das nennt man Zensur. Das hat man in der DDR auch gemacht. Und da wird man noch schlimmer dran wie in der DDR, außer dass wir uns ein bisschen bewegen dürfen. Und nochmal zum Thema Bilderberg. War das 2005, wo Merkel hin war? Und ein Jahr später wurde sie Kanzlerin? Alles Zufall! Ja. War ja so ein Zufall. Vorher keine Autoritätsperson sein, auf einmal wird sie zur Kanzlerin gewählt. Zufall? Nein. Dann gab es noch den Beitrag von Ursula von der Leyen. Sie war nicht nur dieses Jahr da, sondern beim letzten Treffen war sie auch schon da. Da wurde auf einmal ihr Doktortitel angefochten. 2 Wochen lang hatten sie in den Mainstream-Medien ihren Doktortitel angefochten. Und komischerweise 2 Wochen später hat man darüber kein Wort mehr verloren. Da frage ich mich warum. Ich könnte da gerne meine Meinung reinbringen. Sie wollte vielleicht nicht bei dem Plan mitmachen, den neuen Weltordnungsplan. Fand ihn unmenschlich. Ja, und dann setzt man hier einfach mal die Pistole auf die Brust. Mit Geld. Vielleicht auch Unfall. Aber das ist nur eine Meinung. Wir wissen nicht wirklich, was hinter diesen Mauern passiert ist. Und deswegen kann man leider nur weiter spekulieren. Jeder dazu kann sich seinen Teil denken. Vielleicht weiß der eine oder andere auch mehr dazu. Aber bitte nicht, was wir heute uns auch nicht sichern können. BFG, Rücktritt, nimm den dicken Sigi mit. Viele Menschen wollen keine Coca-Cola mehr trinken. Einigen, weil es zu süß ist oder weil zum Beispiel man weiß, wo die ganzen Finanzen und Investitionen von der Coca-Cola GmbH hingehen. Wir wissen das alle. Sehr viele Menschen, unabhängig davon, ob sie Aktivisten sind oder nicht, kaufen keine Cola mehr. Und wenn es so weitergeht, dann kann Coca-Cola in Europa dicht machen. Und ich muss feststellen, wir sind mehr Teilnehmer als in den Vorjahren.
Das heißt, in dieser Gesellschaft. Das heißt, in unserer Gesellschaft hat ein Aufwachprozess stattgefunden. Und das ist auch gut so. Wir müssen uns nicht verarschen lassen. Wir müssen uns nicht permanent von Regierung und Politik niederdrücken lassen. Aber wir müssen jetzt hier rüber auf den Platz gehen. Aber ich habe gehört, wir müssen erst rüber auf den Platz und dann können wir die Abschlussgrundgebung machen. War bei Trainer. Okay. Danke! So, am besten gucken wir mal, dass wir alle irgendwie hier zusammenkommen, kuscheln uns ruhig aneinander. Wir sind ja alle eine Gruppe von Brüdern und Schwestern. Für viele hat der Aufwachprozess etwas länger gedauert. Oh, jetzt der Booster, ey. Hier krieg ich auch noch Schmerzen. Also die Hälfte der Demo-Teilnehmer, die auf anderen Veranstaltungen noch da waren, wurden von einer Gegendemo aufgehalten. Das Problem ist, wir wären deutlich mehr gewesen, wenn da die linksversiffte Antifa, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, man muss ja aufpassen, was man heutzutage sagt, unsere anderen an uns nicht aufgehalten hätte, und das ist leider traurig, aber wahr. Egal ob links oder rechts, das ist ein Problem in diesem Land. Man wird, wenn man eine Meinung hat, entweder in die linke oder in die rechte Ecke gestellt. Dieses typische Schubladendenken funktioniert leider noch. Und solange dieses Schubladendenken funktioniert, bekämpft sich links gegen rechts und umgekehrt. Und es wird nie zu einer Einigung kommen. Das ist unser Problem. Ich habe immer gesagt, wenn links und rechts endlich sich zusammenschließen würden, kann ja jeder seine Meinung haben. Das ist ja in einer Demokratie möglich. Man muss auch nicht jede Meinung teilen, aber wenn man sich wenigstens für die gemeinsame Sache zusammenschließt und sich nicht am Ende die Köpfe einhaut, dann kann was Neues entstehen. Es ist nach vorne gerollt. Also, es ist ja gewollt, klar, dass die Politik uns am Aufwachen hindern will und uns Steine in den Weg legt. Ich sage immer, Liebe kann die ganze Welt verändern. Sagt das mal alle nach. Liebe kann die ganze Welt verändern. 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 Was haltet ihr davon, wenn wir den Slogan Wir vergeben nicht ändern ab heute in Wir vergeben? Weil wir müssen ja mit gutem Beispiel vorangehen. Yeah. Wenn wir nicht vergeben würden, dann würden wir nicht mit gutem Beispiel vorangehen und dann würde das Schlechte immer die Oberhand gewinnen. Seid ihr damit einverstanden? Nein. Ja. Nein. Wenn wir alles vergeben, ändert sich nichts, dann machen sie weiter. Ich meine vergeben in dem Sinne, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Naja, die Leute haben auch die dritte und vierte Chance. Natürlich kann man einem Mörder nicht vergeben, das ist mir schon klar, aber wie gesagt, Liebe kann die ganze Welt verändern. Die müssen sich höchstens ergeben. Dann sprechen wir mal alle nach. Wir sind viele. Wir sind viele. Wir vergeben. Wir vergeben. Nicht. Nicht. Rechnet mit uns. Rechnet mit uns. Wir sind Anonymous. Wir sind Anonymous. Nochmal. Wir sind viele. Wir sind viele. Wir vergeben. Wir vergeben. Rechnet mit uns. Rechnet mit uns. Wir sind Anonymous. Wir sind Anonymous. Jeder kann sich unserer Bewegung anschließen. Jeder kann sich unserer Bewegung anschließen. Wir sind für den Frieden. 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 Wir sind für den Weltfrieden. Wir sind für den Weltfrieden. Weltfrieden, das war richtig. Weltfrieden! Das war richtig. Wir sind für die Freiheit. Wir sind für die Freiheit. Wir sind gegen die Zensur. Wir sind gegen die Zensur. Was mögen wir nicht? Nochmal, wir sind gegen Zensur. Wir sind gegen Zensur. Wir sind gegen Kapitalismus. Wir sind gegen Kapitalismus. Wir sind gegen Zentraldogmen. Wir sind gegen die Überwachung. Wir sind gegen Wahrheit! Wir sind weder links noch rechts! Wir
Das offene Megafon zu nutzen, kommt her, sagt, was ihr wollt. Wir wollen die Zeit hier noch nutzen, die wir haben, euch alle zu Wort kommen zu lassen. Warum seid ihr hier? Was bewegt euch? Kommt ans offene Mikro. Ja, hier die Sachsen mit dem kaputten, mit der kaputten Anlage. Ich will mich nochmal ganz sehr bei euch entschuldigen. Es tut uns leid, dass die Anlage nicht mitgemacht hat. Auf jeden Fall sieht der Bus aus wie Scheiße. Es tut mir wirklich leid, aber wenn ihr uns helfen wollt, dann meldet euch bitte hier vorne. Danke. Halt mal fest. Halt mal hin. Wir sind hier, um die Menschheit aufzuwecken. Ja, erzähl mehr. Wie willst du das machen? Darf ich mal? Wie willst du die Menschheit aufwecken? Wir müssen die Menschheit bewegen zu lesen, wieder nach außen zu treten. Und nicht mehr an Schubladen zu denken. Wir müssen Liebe verbreiten. Wir müssen handeln und nicht mehr auf der Couch sitzen. Wir müssen an unserem Bildungssystem arbeiten. Wir müssen besser zusammenfinden. Auf der Couch sitzen, glaube ich. Wir haben gar kein Bildungssystem. Das ist ein Ausbildungssystem. Wir haben gar kein Bildungssystem. Das, was sich Bildungssystem nennt, ist die Sklavenvorbereitung für die kommerzielle Ausnutzung von uns allen. Nichts anderes ist das. Und wenn ihr glaubt, das kann ja alles gar nicht sein, das passt ja gar nicht in unsere Moralvorstellung, was hier alles läuft. So schlimm kann doch kein Mensch sein. Doch, die Eliten haben uns unsere Moral gegeben, dass wir besser funktionieren. Für sie gelten natürlich diese Moralvorstellungen nicht. Genauso wenig wie die Gesetze. Die sind auch nur für uns, damit wir besser funktionieren. Einfach herkommen, wer was sagen möchte. Ach, und bevor ich hier das Ganze irgendwann beende, wollen wir mal alle noch ein Gruppenfoto machen? Damit wir danach will hinterlassen, dass das der friedlichste 5. November in der Geschichte des Jahres 2016 in Berlin war. Dann alle zu einem Gruppenfoto zusammen. Ja. Warte mal, ganz kurz noch mal was. Lasst uns kämpfen, dass wir die Gruppe Lasst uns kämpfen, dass wir souverän werden. Ein unabhängiges Land für Frieden und mehr und für Friedensverträge. Lasst uns kämpfen, dass wir souverän werden. Kämpft mit, macht mit! Auf der Krise am 9.11. vorm Reichstag! Hier werden viele unbekannte Gesichter für den anderen sein. Ah, okay. Wenn man jetzt die Maske weglässt. Und vernetzt euch miteinander. Informiert andere Gruppen. Versucht Gruppen zusammenzuschließen. Vielleicht ist der eine oder andere auch Administrator einer Gruppe oder Seite. Wir haben alle die gleichen Interessen, wir wollen alle den Frieden und auch wenn wir verschiedene Sektoren haben, wir arbeiten alle zusammen. Das hat alles ein Ziel, der Plan der Neue Weltordnung verfolgt ein Ziel. Ob es Saat ist, ob es Monsanto aka Bayer ist, also die Pharma, der Pharmasektor oder ob wir wirklich gleich die Sektoren gegen die Banken haben. Ihr kennt die Operationsnamen wahrscheinlich. Immer zusammenhalten. Ich hoffe, dass mir, also wie sagt man, euch die Rede von mir gefallen hat. Auch wenn die ein bisschen kläglich rüberkam. Jedenfalls, ich habe mein Bestes versucht. Jeder soll sprechen. Ja. Dafür kämpfen wir, dafür stehen wir, dass hier jeder frei redet, oder?
Ja. Genau. Dass sich jeder traut, auch seine Meinung zu sagen. Dass sich vor allem auch jeder traut, seine Meinung zu sagen. Richtig. Jedenfalls, ich bin nur aufgestanden, weil arg was schief läuft in diesem Land. Vorher war ich nur ein Mauerblümchen. Nur damit ihr es wisst. Und ich bin nur für Chancengleichheit. Wir können auch vergeben, wenn sie jetzt einlenken. Denke ich mal. Also zum Thema Vergeben gehört natürlich dazu, dass die ganze Systembande da oben zurücktreten muss. Und nicht nur die ganze politische Systembande hier in Berlin, sondern auch Rockefeller sich besinnt, Rothschild sich besinnt. Und wie sie alle heißen, die nämlich das große Geld haben und denken, weil sie Geld haben, können sie die Menschen manipulieren, können sie die Menschen versklaven, können sie die Menschen in Armut und Elend stürzen. Das muss aufhören. Wir sind eine Menschheit und wir kämpfen dafür und wir stehen für die Wahrheit, egal wie weh sie tut und egal wie sehr die Wahrheit andere entlarvt. Ich lache nur darüber, dass man meine Seite entlarvt hat, weil ich ja weiß, ich bin nur ein Teil von Anonymous, oder? Ja, richtig. Ja. Und heute sehen wir auf unserer Facebook-Seite, die irgendwelche Fake-Anons übernommen haben, dass da Hetze gegen mich betrieben wird. Das ist kein No, das ist kein Go für Anonymous. Das ist nicht Anon-like. Das wissen wir alle, oder? Wir wissen, dass es dort bestimmte Kräfte gibt, die der Anonymous-Bewegung schaden wollen. Und wenn wir hier alle zusammenstehen und dagegen demonstrieren und mit den Finger auf die da zeigen, die der Meinung sind, sie hätten die besseren Moralvorstellungen, obwohl sie uns lieber im Knast säßen, sehen würden, weil wir unsere Meinung sagen, das sind keine Demokraten. Demokratie ist was anderes. Oder uns vernichten wollen. Das muss man einmal im Hinterkopf bewahren. Weil ich habe so vieles gesehen und auch im Internet, viele Internetquellen. Und ich sage nur eins, Leid und Elend. Und ich sage mal ganz ehrlich, wir wollen doch nur eins. Frieden, Freiheit, Leben und Demokratie. Mehr wollen wir nicht. Krieg ich hin? Ihr habt immerhin den Weg hierher gefunden, obwohl es unfreundlich und kühl und nass heute war. Großer Klasse, auch wenn ich dachte, wir sind wenig, aber ich hörte, wir sind diesmal mehr geworden. Noch größere Klasse. Wir sind in dem Punkt uns einig, dass wir für unsere Kultur, unsere Dasein und die Freiheit und die Freiheit des Geistes eintreten. Fürs Aufdecken, das geht weltweit, das geht nicht um uns alleine letztendlich. Und das Gute daran ist, wir sind schon ein großer Part, der denken kann und Mut zur Wahrheit hat gegenüber vielen anderen. Und wenn jeder Einzelne daran festhält, weitermacht, weiterspricht, weiterkämpft und wir alle ganz fest daran glauben und uns nicht kleinkriegen lassen, dann schaffen wir das auch. Viel Erfolg uns! Also ich rede der Frau mal nach, wir schaffen es, wenn die Wiese voll wird, dann machen wir den Laden zu. Also im Prinzip ist es ja ganz einfach. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Hört genau zu, spitzt eure Bleistifte. Denn jetzt haben wir die Gelegenheit, gehört zu werden. Was ist 1945 genau passiert? 1945 wurden wir von den Amerikanern besetzt. Gleichzeitig hat der Russe sich dazu entschieden, auch die DDR zu spalten mit einer Mauer zwischendurch. Das war dazu wohl notwendig, weil der Westen sonst auch den Osten komplett platt gemacht hat. Also im Nachhinein stellen wir fest, dass dieser sogenannte antifaschistische Schutzwall Schutz der Sowjetmacht war. Darüber können wir denken, wie wir heute wollen. Als dann die DDR aufgelöst wurde, mit all seinen Verträgen, die gemacht wurden in den letzten Jahren, war das, was die Menschen sich dort erarbeitet haben, überhaupt nichts mehr wert. Mit welchem Grund? Ganz egal, wie sehr wir dieses System der DDR gehasst haben, wie sehr wir die Stasi gehasst haben, wie stark unsere Eltern auf die Straße gegangen sind 1989, um für die Freiheit in der DDR zu kämpfen, müssen wir heute feststellen, dass Angela Merkel mit ihrer Stasi-Vergangenheit wieder an der Macht ist. Was ist hier los? Wo ist die Bevölkerung und ruft diesmal Stasi raus? Stasi raus! Stasi raus! Stasi raus! Stasi raus! Geheimdienste raus! Geheimdienste raus! Verfassungsschutz raus! Verfassungsschutz raus!
Kapital, Diktatur. Heiko Schrank und KenFM. Damit könnt ihr viele Leute aufwecken. Heiko Schrank und KenFM. Es gibt so viele Bewegungen, wenn die alle zusammen, das gibt die Friedensbewegung, das gibt KenFM. Hast du vollkommen recht, wir müssen uns endlich einmal zusammen. Richtig, und alle, die spalten uns, die spalten uns. Wie Kenner die einmal sagte, ja, vergebt euren Feinden, aber vergesst nie ihre Taten. Die meisten sind einfach nur unwissend und sie können nichts dafür. Wir haben einfach die falschen Medien vor den Augen und deswegen liegt es an uns, an den wenigen, mit den Leuten, die wir schon versuchen zu überzeugen, intensiver zu überzeugen und sie nicht zu sehr unter Druck zu setzen, weil sie brauchen ihre eigene Entwicklungszeit, um zu begreifen, dass es nicht das ganze Leben ist, was sie bisher gesehen haben, dass es tatsächlich so ist. Denn sie leben alle nur vor einem riesengroßen Kino und deswegen lasst uns nicht aufhören, den Leuten weiterhin die Informationen zukommen zu lassen, selbst wenn sie sie nicht hören wollen. So, und jetzt verrate ich euch wirkliche Informationen, wie wir aus dem Desaster rauskommen. 1946 oder ein paar Jahre früher gründete sich der Parlamentarische Rat unter Carlo Schmidt. Dort wurde ein Gesetz beschlossen, ein Gesetz, was selbst Carlo Schmidt ein Gesetz zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in einem besetzten Gebiet nannte. Hört genau zu. In diesem Entwurf des Gesetzes hat Carlo Schmidt folgende Worte gesagt. Wir haben keinen Staat zu errichten. Was ist dann die BRD? Eine GmbH. Carlo Schmidt hat weiter gesagt, wir haben auch keine Verfassung zu machen. Die Verfassung obliegt alleine dem deutschen Volke. Okay, so weit, so gut, ne? Dann lesen wir uns mal, Moment, darauf komme ich jetzt zu sprechen. Dann lesen wir uns doch mal den Artikel 146 genau durch. Da steht nämlich drin, bis zu dem Tage, an dem eine in freier Entscheidung des deutschen Volkes beschlossene Verfassung in Kraft tritt, wird dieses Grundgesetz außer Kraft gesetzt. Und jetzt sage ich Ihnen mal, wovor die da oben Angst haben. Wir haben Angst davor, dass wir uns alle auf der Reichstagswiese versammeln könnten, eine sogenannte Nationalversammlung einfordern, die eine Verfassung ausarbeitet, die alle bestehenden Machtstrukturen in Deutschland entmachtet. Dann würden die da oben alle ihre Pistolen verlieren. Das haben die da oben schon begriffen. Das haben wir hier unten aber nicht begriffen. Welche Macht, welche einzig verbliebene Macht uns hier noch bleibt? Nämlich die Umsetzung des Grundgesetzes. Denn das Grundgesetz, ich habe übrigens ein witziges Telefonat mit dem Verfassungsschutz geführt, wo selbst der Verfassungsschutz mir nicht sagen konnte, was denn jetzt nur die Verfassung ist. Hört, hört! Sie haben gesagt, ja, das Grundgesetz. Dann habe ich Ihnen den Artikel 146 vorgelesen. Dann hat er mir gar nichts mehr geantwortet. Normalerweise erwarte ich von einem, Klammer auf, Verfassungsschutz, Klammer zu, dass der Antworten hat, was die eigentlich beschützen. Dann frage ich mich eigentlich, wozu gibt es einen Verfassungsschutz, wenn wir keine Verfassung haben? Was schützen die denn? Die Verfassung der Politiker oder was? Die Verfassung. Also das Problem ist wirklich, wir müssen es schaffen, die Menschen auf die Reichstagswiese zu kriegen und die Umsetzung des Artikel 146 einfordern. Ihr müsst nur mal das Grundgesetz lesen. Wenn wir das Grundgesetz zitieren, werden wir entweder in die linke oder rechte Ecke gestellt. Moment mal, warum eigentlich? Das Grundgesetz ist doch ein Gesetzeswerk der Bundesrepublik Deutschland. Hahaha. Ja, schon ich habe eins hier. Die Artikel dürfen Sie nicht ändern, ich dürfen aber zuschreiben. Ja, also ich habe auch gehört, dass Sie die Artikel gar nicht ändern dürfen. Ja? Und es ist noch ganz was Entscheidendes passiert 1990. Der Russe hat die DDR ja auch nur unter dem Vorwand verlassen, dass der Ami keine NATO-Osterweiterung machen darf. Was hat der Ami gemacht, als der Russe weg war? Sofort eine NATO-Osterweiterung. Wo steht denn jetzt die Front der Amerikaner? In der Ostukraine. Das war eine pure Provokation und eine Destabilisierung eines Landes. Und dass Putin zu Recht die Krim wieder unter seine Kontrolle gebracht hat, weil er sonst nicht abwehrfähig gewesen wäre. Denn die Schwarzmeerflotte war nun mal der einzige eisfreie Hafen auf der Krim. Da hat Putin etwas getan, um den Frieden in der Welt zu stabilisieren. Das will nur keiner wahrhaben. Besonders nicht der Spiegel. Ja, besonders nicht der Spiegel, ja, aber wir glauben dem Propagandamedien. Übrigens, es ist auch ein Erfolg der Aufklärung, dass die ganzen Propagandamedien Einbußen in ihren Auflagen zu verzeichnen haben. Also zeigt uns das, dass viele Menschen in diesem Land bereits aufgewacht sind.
Das mit der NATO-Osterweiterung war ein ganz fauler Trick. Die Amerikaner haben das so ausgelegt, dass wenn der Warschauer Pakt nicht mehr da ist, können sie sich ja nicht auf dem Gebiet des Warschauer Pakts ausbreiten mit der NATO. Also, sie haben den Gen des Warschauer Pakts als Einladung verstanden, diese Ostgebiete mit der NATO zu besetzen. Pfui! Also, naja, eigentlich kann man ja rufen, Army go home, oder? Ja. Und nehmt am besten eure Waffenstützpunkte gleich mit, denn was passiert auf diesen Waffenstützpunkten? Wir in Deutschland sind der größte Exporteur von Atomwaffen und anderen Waffen, Maschinenpistolen, Panzern und so weiter. Du Munition, du Munition. Würden wir das alles nicht in die Welt exportieren, dann würde es auch keine Kriege und Konflikte mit Waffen dort geben. Das ist nun mal die Wahrheit. Warum spielt der Ami uns hier in Deutschland Demokratie vor und wenn wir die Augen und Ohren nicht sehen zum Gebrauchen, wird dort Krieg gespielt? Mit welchem Recht? Ja. Ami, go home! 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 Ein wunderschön. Ich meine, Ami go home ist ziemlich richtig, aber wir müssen alle wissen, dass nicht der Ami der Typ ist, der uns schadet, sondern die Regierung. Die amerikanische Regierung. Das ist das Problem. Und das Pentagon, ganz genau. Da gehört ja alles ziemlich viel dazu. Danke. Okay, natürlich muss man fairerweise dazu sagen, dass das einfache amerikanische Volk ja sowieso nichts zu melden hat und auch in Armut gehalten wird. Wenn wir natürlich rufen, Amigo home, meinen wir natürlich die amerikanische Regierung, das amerikanische Government, die Bankster und wie sie alle heißen da oben. So, da wollte noch einer was sagen. Aber hier sind selbst einer.